Hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge der Kettle of Cops. Das nächste Feld hantierst du genauso wie das erste. Erst das vorgehende, dann die Längsbahn. Prüfst du zunächst einmal den aktuellen Schwierigkeitsgrad. In der Regel wirst du nur das mehrfachen Wenden, den gewünschten Schwierigkeitsgrad von 14% erreichen. Dann hören wir los, das wird doch gerade hier noch trocken sein. So, das kann man wegmachen, aber wir sehen können. Ich muss mal ganz kurz. Aus. Mal ganz kurz. Den ausschalten, den Jungen. Und. Der will mir immer wieder woanders hinfahren, ne? Fahren wir jetzt zur nächsten Wiese. Ist ja um die Ecke, mehr oder weniger, ne? Aber ich bin erst mal aktiviert, das ist gut. Scharfe Rechtskurve. Ist ja alles um die Ecke hier, alles dicht zusammen hier. Von daher ist eine relativ kleine Karte. Die soll ja auch mal später für mehr Spieler gehen, also da bin ich mal ein bisschen skeptisch, wie das funktionieren soll, ne? Aber wegen den Bauernhöfen, ne? Weil aktuell haben wir nur einen Bauernhof, mehr oder weniger, ne? Bis vom zweiten wüsste ich das nicht. Weil Zusammenwirtschaften auf so einem kleinen Bauernhof, naja, war das hier eher ein Mann für Betrieb hier, ne? Hier ist wieder was stehen gelassen, ne? Naja, gut. So, bei guten Bedingungen, Sonne, warm, windig, brauchst du fast 3 bis 4 Tage. Mit 2-3 Mal Wenden gar zu erreichen. Lange Regenphasen von mehr Stunden können Tankmaschinen sehr schnell zunichte machen. Acht immer wieder der Vorsage. Also das muss man aber machen, immer bevor man anfängt, ne? Denn wenn es Witterung so ist, dass recht feucht ist, dann ist es auf jeden Fall nicht zu empfehlen, dann heute machen zu wollen. Ne? So, hier ist das ähnlich wie von anderen Wiese. Kann auch nicht anders sein. Dann wäre ja das nicht logisch, ne? Weil er zeitlich gesehen ja. Gut, die kommen nicht rein. Hat aber eine Tür, ne? Ein Beifahrer sicherlich. Ne? Ah, gut. Ah, Beifahrer. Aber die Tür ist da. Warum kommt da nicht rein? Na gut, weil der Schalter ist. Okay. Ich soll jetzt erst. Oh ja, X. Das ist gut, aber hochmachen muss. Ne? So. Jetzt will man GPS mal einstellen. Das können wir gleich machen. Dann fahren wir erstmal die eine Bahn herum. Damit halt der Fänger hier halt entsprechend nichts nach außen bringt, ne? Gut. Gehen wir kurz auf P. So. Gut. Haben ein bisschen angepasst. So. V. Nochmal zurück. Zurückfahren. Und gleich geht los. V, B und T. Tempomat und auf geht's. Wir fahren jetzt hier Runde rum. Ist nicht angeschaltet. Werden wir tun. Bleib stehen. Achso, ist doch nicht, jetzt geht's. Okay, nochmal runter. Und
Ah, wir werden aber nicht im Kreis fahren, das tun wir nicht. Wir machen hoch und runter. Weil ja, das ist ja nichts da. Also T. Nummer T. Aber das macht ja hier bei den kleinen Wiese keinen Sinn, ne? Also. Wir werden unsere Wiese dann oben wenden und dann gleich zurückfahren. Ja, die Methode rausfinden, die am schnellsten geht. Das macht bei der großen Wiese Sinn machen, wenn man da ein bisschen anders fahren, aber hier bei der kleinen Wiese. Junge, da nicht hin. Er will nicht vorwärts. Rückwärts. Er will nur vorwärts fahren. Er lenkt automatisch. So. Wow. So geht ja nicht aus. Macht keinen Sinn, ne? Na gut. Das kann auch ein Bug sein, ne? Weil normalerweise gedacht geht, ne, dass das nicht nach außen fliegt, ne? Na gut. Extra so gefahren. Ja, das Gras habe ich nicht gemäht, ne? Da habe ich mir nicht mehr gesehen. Ja. Ich muss gerade rausreißen teilweise, ne? Geht aber auch nicht. Der war nicht, nicht vorgesehen, ne? So. So, die nächste Bahn nehmen. Und nächste Bahn. So, der macht schon was, ne? Geht ziemlich zügig hier. Sobald die Meldung fertig bin, aber das stimmt noch nicht. Die mittlere Bahn muss ich noch machen. So ziemlich genau 4 Bahnen. Dank GPS geht er ganz gut. Optimal. Wie das Zeitgefühl ist immer. Naja. Ich möchte ja mal ungefähr 18 Minuten Folgen machen. Sowohl LS als auch hier. Und ich sag mal, das klappt ganz gut. Geht ein Algorithmus bei YouTube, ne? Rein rechnerisch gesehen, ne? Ich meine, wenn 3 Minuten wäre, theoretisch wäre noch ideal, ne? Wenn, naja, gut, das wäre Quatsch in dem Sinne, ne? Aber so 8 Minuten, haben wir aktuell knapp 9. So, zum Hof zurückfahren und dann müsste auch schon wieder fast durch sein, ne? Theoretisch. Dann haben wir alles gewendet. Dann muss man sehen, dass morgen das gleiche nochmal kommt. Jetzt haben wir 10.53 Uhr. Dann kann es, so, B. V und X. GPS ausschalten. Richtig. Sonst spinnt er. Erstmal hochklappen lassen alles, ne? So. Wir fahren zurück zum Hof. Auf geht's. Die Gangschaltung rechts ist gut. 5. Gang. 6. So Automatik.
Bin ja gespannt. Meine Lenkung, weiß nicht. Oder liegen könnte, ich weiß es nicht. Aber irgendwann werde ich drüber stolpern, denke ich mal. Dann geht das plötzlich. Oder beim nächsten Update. Kommt ja regelmäßig Updates. Einmal die Woche ungefähr. Bis jetzt. Kommen Updates, das geht ganz gut. Denkt man, die werden immer sicher ein paar Fehler finden. Aber. Ich meine, gut. Viele Spiele sind nicht fehlerfrei, ist halt so, ne? So. Angekommen, geh ins Haus. Ja, typisch. Was überstehen jetzt hier? Der geht nicht aus. Weil das mir jetzt, nicht so blöd, aber jetzt immer so. Ich stelle den unten rein und dann steht doch wieder woanders, ne? So. Ups. Prima gemacht. Nun muss das Feld bei der Trocknung des Gras, ne? Dafür braucht aber etwas Zeit. Genug Arbeit für heute. Morgen geht's weiter. Ja, so möchte ich mal auch mal arbeiten können, ne? Eine Stunde und dann erledigt. So, warten wir mal schön. Oh, Ballen pressen. Gestern hat ein Nachbarsjunge ausgeholt und nochmal die beiden Grasflächen gewendet. Die Trocknung ist 1A verlaufen. Und du kannst jetzt schwatten. Dabei hakt der Schwatter das breite Heuschwader zusammen. Zu großen Haufen, Haufen Bahnen. Anschließend kannst du mit der Presse vom Motornehmer über die breiten, langen Bahnen fahren und auch schwatten. Das man auch schwatten nennt. Oh, okay. So, halt doch, der Traktor ist wieder in den Unterstand. Oder immer halt woanders, ne? Und der andere ist weg. Ja, nehmen wir den kleinen Schwatter, ne? Gut, ist abgebaut schon. Er reagiert ein bisschen störrisch, der Junge. So. Wetter bewölkt. Oh ja, das ist nicht gut. Ich ahne Schlimmes. Der Nachbarjunge, ja. Fahr jetzt zum Feld. Ja, also so Wiese so. Bin ja gespannt. Das rummelt so komisch, das riecht nach Regen, du. Das sehe ich schon kommen. Das sieht besser so komisch aus hier. Irgendwann kommt eine böse Überraschung hier. Aber liebe Zuschauer, das soll es dann auch schon heute gewesen sein. Wir werden in der nächsten Folge dann das Schwatten machen. Und das. Ne? Geht dann morgen weiter. Aber ihr könnt den Text überlesen. Auch hier muss der Schwatter zunächst in Arbeitsmodus bringen. Dann kann die Arbeit beginnen. Zunächst am besten zwei Bahnen außenrum und dann die Langbahn. Sei besonders sorgfältig beim Schwatten, denn wenn Heu auf dem Feld liegen bleibt, hast du erstens, wenn ihr für den Verkauf das guten Heus. Zweitens kann das Gras unter dem Heu nicht so gut weiter wachsen. Gut, logisch. Aber wie gesagt, heute ist immer Schluss. Ich sag mal tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es dann weiter mit, ja, Schwatten. Das ist nämlich in einer Woche. Tschüss.